Heute machen wir ein indisches Rezept. Ein indisches Rezept, das kalorienarm ist, super einfach geht, schnell zubereitet ist und noch so schmackhaft. Herzlich willkommen in Evis Küche. Heute bereiten wir ein indisches Curry zu und zwar mit, habt ihr schon erkannt, mit Hokkaido. Hokkaido hat den Vorteil, es ist ein kalorienarmes Gemüse und deshalb wollen wir das heute verwerten. Wir starten einmal gleich mit unserem Curry. Und zwar habe ich diesen Hokkaido, das sind 500 Gramm. Rezeptangaben, die genauen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wir machen das im Schnellkoch. Wir machen das im Schnellkochtopf, weil da geht es nämlich, wie gesagt, ja sehr, sehr schnell. So, unser Kürbis kommt einmal in den Schnellkochtopf. Dann habe ich mir schon ein Wasser vorbereitet, ein aufgekocht. Das werden wir jetzt da hineingießen. Da schaut auch am besten immer, wie die Beschreibung von eurem Schnellkochtopf ist, wie viel Wasser ihr mindestens hineintun müsst. Da kommt kein Salz, kein Nix dazu. Das wird einfach verschlossen und auf höchster Stufe, also auf zweiter Stufe ist das auch bei mir, wird es für 6 Minuten hochgekocht. So, während der jetzt da, unser Hokkaido da jetzt im Schnellkochtopf zu blubbern beginnt, bereiten wir weiter zu. Und zwar habe ich hier für unser Gericht ein Boxhornklee. Also Boxhornklee ist ein ganz entspannendes Gewürz. Bei uns in Europa, glaube ich, gar nicht einmal so wirklich oft gebraucht. Aber googelt einmal nach, welche Inhaltsstoffe das hat. Das ist wirklich fast ein Zaubermittel. Also bin begeistert davon. Kann man auch super sprossen, wenn man so wie ich die Samen hat, Sprossen draus machen. Wir werden jetzt den zerstoßen. Mit dem Mörser, ihr könnt auch eine Küchenmaschine verwenden, falls ihr keinen Mörser habt. Oder diese gibt es auch schon gemahlen. Drücken die einfach ein bisschen an. Genau. Es braucht ein bisschen Muskelschmalz. So, das passt mir schon. Und dann für unser Gericht brauchen wir auch noch Kokosraspeln. Also eigentlich wäre frische Kokosnuss richtig, aber die finde ich jetzt gerade nicht und ich brauche auch nicht so viele Flugkilometer unnötig. Wir haben einfach in diesem Backwaren, in der Backwarenabteilung habe ich normale Kokosraspeln, ihr kennt es von den Kokosbusserln, mir geholt und die kann man so aufbereiten, dass die fast wie frisch schmeckt und zwar wie folgt. Man nimmt dann ein Kokosnussöl, gerade einmal ein bisschen, also so ein halbes Teelöffel. Das tut man dann da dazu und dann gießt man das Ganze mit heißem Wasser noch einmal auf. So, und das lassen wir jetzt quellen, schön in Ruhe lassen, während unser Schnellkochtopf dann bald einmal zum Kochen beginnt. Und sobald er auf der zweiten Stufe ist, wie gesagt, 6 Minuten kochen, abschrecken und dann können wir weiterarbeiten. So, unser Kürbis war jetzt dann, wie gesagt, im Schnellkochtopf. Der ist jetzt fertig gegart. Der hat genau die richtige Konsistenz für mein Gericht. Jetzt verwenden wir Senföl. Das ist bei uns eigentlich in Österreich zumindest auch noch nicht so ganz bekannt. Verwendet man auch in der ayurvedischen Küche. Falls ihr kein Senföl habt, könnt ihr auch Kokosöl nehmen oder Ghee, also Butterschmalz halt. Ich verwende es, das macht noch einen extra würzigen Geschmack. Das verteilen wir in der Pfanne und dann kommt schon der Boxhornklee hinein. Den rösten wir hier kurz an. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch. Dann versäumt ihr kein spannendes Gericht mehr. Ich kann da ein bisschen anschmurgeln. Dann kommt schon unser Kurkuma dazu. Kurkuma vertragt auch viel Hitze. Können wir da schon ordentlich hineintun. Das ist ungefähr ein Esslöffel, ein gutes Esslöffel. Das werden wir jetzt auch noch mal kurz mit anrösten. Und dann kommt schon unser Kürbis hinein. Und den braten wir jetzt auch schön an.
Der Vorteil mit dem Schnellkochtopf ist jetzt einfach, ihr erhaltet euch wesentlich mehr Vitamine, es geht wesentlich schneller, aber falls ihr keinen Schnellkochtopf zur Hand habt, könnt ihr natürlich auch einen normalen Topf nehmen und den Kürbis so in dieser Konsistenz anbraten. Dann werden wir das Ganze ein bisschen abschmecken mit ein bisschen Salz. Dann werden wir unsere Chili schneiden. Das ist eine recht scharfe Chili, da werde ich nur die Hälfte verwenden. Kommt dann darauf an, welche Chili ihr habt, wie viel ihr da hineintut und wie scharf ihr das gerne hättet. So. Und unsere Kokosflocken. Und da seht ihr schon, das hat schon ganz eine andere Konsistenz. Hoppala. Das hat schon ganz eine andere Konsistenz, als sie vorher gehabt haben. Die kommen jetzt da in dieses Gericht hinein. Das Ganze wird jetzt gut vermengt. Und wenn das so eine schöne sämige Konsistenz hat, kann man das dann schon anrichten. Herd vorher ausschalten, nicht vergessen. Ich habe euch versprochen, ich werde versuchen, aus ganz vielen Ländern zu kochen. Werde ich euch was verlinken dazu am besten, was ich schon alles gekocht habe. Dann können wir schon unseren Teller nehmen. Wie gesagt, ich habe hier Basmati-Reis dazu gemacht. Man könnte auch Naanbrot machen. Ich habe noch kein gutes Rezept, glutenfreies Rezept für Naanbrot gefunden. Deshalb gibt es bei mir einfach klassisch einen Reis. Und das werden wir jetzt eine halbe machen. Man könnte sich auch draus eine Buddha Bowl bauen. Wer mag, kann das Ganze jetzt dann noch mit ein bisschen einen Koriander verzieren. Der hat auch gute Öle, sehr gesund. Na also, unser Gericht ist schon wieder fertig. Duftet fantastisch. Ich freue mich schon wahnsinnig, es zu essen. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr das nachprobiert und mir dann schreibt, wie ihr das empfunden habt. Also, bis bald. Tschüss.